Wenn du wissen willst, wie es fliegen geht, dann fragst du den Adler und nicht den scheiß Pinguin, oder? Siehst du? Und du bist ein Adler. Machen wir so. Nee. Nein, warte. Ja. Oh. Das sieht schwer aus, Sascha. Alter. Ey, na, 100 schaffe ich. 100 schaffe ich. 100 schaffe ich. Ja, na, gut, 100, aber 100 müsst ihr auch schaffen, Alter. 100 schaffe ich. Aber das sah echt schwer aus. Oder? Und wie ist diese Technik? Weiß nicht so. Der Hebel. Der ist so. Ja, aber keine Ahnung, für den Hebel kannst du nichts. Ne? Das ist halt das Problem. Aber du hast doch gerade gesagt, der Hebel ist gut, oder? Gar nicht so schlecht, ja. Er hat einen relativ langen Oberkörper, aber er hat auch einen scheiße langen Oberschenkel. Das ist nicht optimal. Ne? Also 100 Kilo direkt. Ja, machen wir. Traust du zu? Was? Traust du zu 100 Kilo? Schon klar, hier, ich verstehe das schon. Aber 100 Kilo Kniebeuge. Die wirst du jetzt rocken, Alter. Willst du vorlegen oder soll Milan vorlegen? Milan soll vorlegen. Wunderschöne Kniebeuge. Guck mal, der kann sogar in der Hocke sitzen. Ja. Aber er hat wirklich den perfekten Hebel, ne? Kurzer Oberschenkel, langer Oberkörper. Also so kann man vernünftige Kniebeuge machen. Kein Wunder, dass Beinbizeps liegt quasi auf der Wade auf. Also viel besser geht's wirklich nicht. Also als ich gehört habe. Du hast ja Entschuldigung, ne? Mit dem Hebel kannst du niemand. Doch, hast du. Du hast die richtigen Hebel voraus. Jetzt gibt mir jetzt nicht die Ausreden hier. Also, als ich gehört habe, dass du einen 16-Jährigen trainierst, habe ich gedacht, ach du Scheiße. Jetzt, wo ich ihn sehe, kann ich verstehen, warum du so verliebt bist. Weil das ist echt, das ist ein ruhiger Typ, der hält die Schnauze, der macht nicht an der Welle. Nein, ich meine, es gibt ja so die Kasper, weißt du so. Und der macht nicht an der Welle, der hat genug damit zu tun. Und daran sieht man, dass das ehrlich meint, der hat genug damit zu tun. Mach dein Training, find deinen Schlaf, fress deine Subs, hau dir deinen ganzen Reis und Putekram rein und dann ist er froh, wenn man ihn in Ruhe lässt und nicht noch so, ey, Crisper, Crisper, Crisper. So, bei mir ist es so, ich bin fast 50, ich habe keinen Bock, hier den Opa raushängen zu lassen. Da denkst du direkt an Jeremy. Weißt du, bei Kasper denkst du an Jeremy, ja gut. Ja, verstehst du, und deshalb bist du auch so, wie du bist, am Wachsen, weil du dich auf die Sache konzentrierst. Und ich will halt sagen, ey, du kannst mit 50 noch. Kannst du jetzt? Mit 50? Kannst du mit 50 noch rumlaufen? Ich hab's so nett gemacht, ne? Mir bitte nicht wild, die weniger reden, mehr abliefern, ne? Ja, siehst du. Komm, Sascha. Schneid mal das alles raus, was ich vorher gesagt habe. Schneid mal das raus.